So, ich würde sagen, wir fangen mit den Ältesten an, ne? Älteste zuerst, Digga. Ballermann Bogen, kann man mal reingehen in den Mach Bruder. Vorbild. Let's do that shit, man. Magst du Fufu? Bist nicht Hector Panzer von Atlasson? Das Video ist mehrere Jahre alt. Bist nicht Hector Panzer von Atlasson? Wer ist Hector Panzer? Wer ist das? Kenn ich nicht. Schwarzi Kylo. War ein ironischer Gag. Sorry, wollte gerade donaten. Perfekt, Digga. Gerade donaten. Man kann auch donaten, wenn man gebannt ist eigentlich, Digga. Deswegen würde ich mal behaupten, der Mann hat gelogen. Und für Lügner haben wir eigentlich nicht so eine große Toleranz, aber komm! Ja, okay, Digga. Du hast KFC-Hausverbot. Dann lass ihn mal ankommen, Digga. Der hat eh nur getrollt im Chat, komm. Jalla, Abfahrt, weg mit dir, Digga. Ja, guck mal, was ich geschrieben habe. Ich will dich durch deine Leggings reinfingern, Digga. Bruder, sag mal, wie kommt man darauf, sowas zu schreiben, Digga, ja? Nein, wie kommt man dann darauf, einen Entbannungsantrag zu schreiben? Digga, die Leute versuchen immer sowas, Digga. Schon komisch, Digga. Deswegen einfach, Bruder, bleib da, wo du bist, Digga, ja? Die Leute beschweren sich, aber wir alle nicht aufheben, Digga, die meisten. Ich euch gegenseitig einen runter, nach der World Time Mode gehen, wieder ja. Auf korrekt. Aber mein Fehler eingesehen, das war einfach nur dumm. Ich entschuldige mich und bitte um Verzeihung, würde es aber auch verstehen, wenn ich nicht entbannt wäre. Jakob! War jetzt nicht so schlimm, Digga, ja, ne? Kann man nichts zu tun. Ja, also ich habe ja. Runterholen und so, ihr wisst selber, Digga, das hat ziemlich nichts mit zu tun. Nichts damit zu tun. Der Mann ist frei wie ein Adler, Digga. Habibi, was geht ab bei dir? Moin Moin, werden ja eigentlich in naher Zukunft primäre Geschlechtsmerkmale präsentiert? Frage für einen Freund. Frage für einen Freund? Ja, Junge. Kann man eigentlich auch aufheben. Na, kann man aufheben, Digga, sag ich dir ehrlich. Digga, bist du doof, Junge? Was sind Geschlechtsmerkmale? Geschlechtsmerkmale, Digga. Ja, zeig mal dein Geschlechtsmerkmal. Was war denn? Zeig mal. Was ist denn? Ja, zeig doch. Weiß nicht, was ist denn? Digga, ablehnen, Digga. Ja, was ist denn? Was ist denn? Erklär doch mal. Jella, weg mit dem. Erklär doch mal. Nein, Digga, alles gut, brauchen wir nicht. Digga, lass den Mann doch frei. Ja, alles erklär gut, doch mal. Ich bin schon weg, ey. Doch, kann man machen. Ja, ist doch nicht schlimm, Digga. Ey, ist Digga, nicht, mein Bruder ist doch okay, ist doch okay, Digga. Scheiße. Sei mal ehrlich, was geht in deinem Kopf? Was ist denn Geschichtsmerkmal? Alles gut. Das ist doch nicht schlimm, Digga, hä? Klick doch einfach drauf. Ich kann dir doch meinen Pipi-Mann zeigen, oder nicht? Was ist daran schlimm? Ist doch okay. Digga, hör auf mit dir. Findest du das schlimm? Nein, mach. Warum fand ich das? Aber okay, warum fand ich das denn so schlimm? Okay, ist nicht schlimm. Schwierig, ich hätte den aufgehoben. Ja, okay, ist nicht schlimm. Der arme Junge, Ripp, Digga. Okay. Ach, du Scheiße. Ohne Aufheben, ohne alles. Geht's was mit euch? Warum respektlos, ja? Bei mir gibt's keine Trollnachrichten. Was mit euch? Warum respektlos? Todesunkorrekt. Ach, du Scheiße, das ist krasser. Das war. Löscht du, Junge? Warum? Was war denn, Digga? Warum respektlos? Ja, nee, ich verfolge euch schon lange. Ihr bannt direkt. Ach, du Scheiße. Nur weil ich Wahrheit sage. Hä, was war denn, Digga? Scheiß auf den, Digga. Scheiß drauf, Digga. So, Blair Sun, Digga. Ich höre, ich liebe Nachrichten, wo die Mods beleidigt werden. Muss ich sagen, feier ich. Finde ich lustig, ja. Haltet mal die Schnauze. Chalas, beefen im Chat. Hä? Chalas, beefen im Chat. Da habe ich schon beefen. Bruder, bin Supporter seit Tag 1. Ich weiß noch, wo ihr in Hannover wart. Haben sich im Chat gebieft und das hat mich... Ah, okay, ach so. Der Arme, der wurde zu Unrecht gebieft, getimeoutet, ja. Ja, gebannt. Der wollte nur schlichten, Digga, oder dafür sorgen, dass die Leute leise sind, Digga. Komm, dann halt doch keine 30 Zentimeter, Digga. Sag deine Mom, Digga. Nein, so, mach ich. Ich mach das. Nochmal, Bruder, der hat Roman geschrieben, Digga. Alle meine Entchen... Ach so, Roman geschrieben, Digga, perfekt. Hat einfach Copy-Paste gemacht, Digga. Bruder, wie oft hat er das gemacht? Sei mal ehrlich. Zeig mal dein T-Shirt, woher? Zu wild 4K und jetzt 80, warum? Wie teuer? Welche Größe hast du an? Ich zieh durch, haut rein, komme später. Wieder, ich küsse eure Nasenlöcher. Moin, alle meine Entchen. Bruder, sei mal ehrlich, wer hat den denn gefickt, ja? Wer hat den denn gefickt, Digga? Der ist ganz komisch, Digga. Ich wollte mich bei euch entschuldigen für den Spam. Ich hatte einen Ohrwurm und hab den mit euch teilen wollen. Sorry. Ah, ich weiß nicht, Digga. Oder zweimal, Digga, ist doch einmal zu viel, Digga. Einmal ist einmal zu viel, sage ich euch ehrlich. Aber dann könnte man eine Chance geben. So schlimm war das jetzt auch nicht. So schlimm war das jetzt auch nicht. Komm, heben wir auf. Bitte kein Spam. Oder solche Leute, Digga. Oder Leute, die sowas als erste Nachricht in den Chat reinschreiben. Oder rein Dingsbums, Bruder, direkt bannen, Alter, ja? Fahr nach Kurdistan, warum geht Albanien nicht? Albanien, fahr nach Albanien. Ach so, ETS, ne? Digga, das ist echt krass, ne? Die Leute wollten alle, dass wir zu deren Heimatland fahren und so, Digga. Die dachten, die sehen Leute, die da kennen und so, Orte, die da kennen, Bruder. Der ist auf jeden Fall Spammer, sein Vater, der ist Albaner, sein Urgroßvater, Bruder. Er liebt Albanien mehr als sein Leben, Digga, ja? Ja, er ist, Bruder. Er hat Spam erfunden, Digga. Sei mal ehrlich, was hat der Mann gemacht, ja?
Der hat jetzt, Bruder, den muss man jetzt, also Bruder, der hat echt nur gespammt. Das ist Quatsch. Dann, was geht? Wieso bist du heute so fett? Irgendwie no front, Digga. War ich irgendwann mal dünn und dann am nächsten Tag fett, Digga? Oder wie war das bei mir? Seine Entbannung ist richtig. Was geht? Ich fick. Der Kann man aufheben, Digga. Bruder, er ist der Einzige. Aber den kann man doch aufheben, oder? Ja, auf jeden Fall, Digga, aber heute nicht. Nächstes Mal. Okay. Darf ich einen Sitz sagen, wenn schwarze Leute im dunklen Raum sind? Da, Bruder, das ist doch Quatsch, Digga. Sowas auch, Digga, diese schwarzen Witze und so sind. Na, da wollte Timeout geben wieder. Digga, schwierig. Bei mir ist das radikal, ne? Du bist doch der Mann, Digga. Digga. Hast du gute Mobs? Anus, Hure, Geschwert. Dann muss er gut am Schwert werden. Jo, doch, ey, Digga, aber dein Schwert, ja, Digga. Komm, von Stiftung Warentest. Ja, fühle ich, verstehe ich. Das ist krass. Ich respektiere das, Digga. Perfekt. Tja, oder Stiftung Warentest auf jeden Fall stabil, Digga. Tom. Müsste gut sein, ja. Salam, du Knecht, folgt mir auf Insta. Weg. Hm. Ja, das, oder, alles gut, Digga. Digga. Ey, was die Leute schreiben, ist so gottlos, Digga. Das ist echt krass manchmal, ja. Warum bist du schwer? Das mit schwarz und so, Digga, das... Ja, Mann, Digga, du weißt, was geht. Warum wurde ich gesperrt? Ja, aber ich sage eine Sache, für jemanden, der dich nicht mal entschuldigt bei seinen Bannungsattacken, würde ich niemals aufheben. Ja, das sowieso nicht, Digga. Ja, hast du schon. Hast schon. Das nicht, hast schon. Ja, ja, okay. Es kommt immer drauf an, Digga. Nein. Es kommt, doch, wenn ich nicht entschuldigt, würde ich gar nicht aufheben. Das mit Stiftung Warentest, das war doch auch keine Entschuldigung. Es war lustig, kreativ, creative. Oh, also sorry, ich komme von Stiftung Warentest. Ich habe Opfer zu Kimmich gesagt, wo die im Chat darüber geredet haben. Und habe ich geschrieben, weil der Fahrer nicht gefahren ist. Ich hoffe, ihr entbannt mich. Welcher Fahrer? Und sorry, nächstes Jahr kriegen wir Sub. Aus nächstes Jahr kriegen wir Sub, Bruder. Entspannen und sag nächste Woche. Gönnt wer Sub-Opfer-Hund? Hey, nein, der wird kein Sub geben. Das kann doch nicht sein, Digga, ja? Was sagen die Jungs? Ich weiß auch nicht. Guck mal, die Nachrichten, die der Mann geschrieben hat, Chat, was sagt ihr? Ja, der ist weg, Digga, alle schreiben weg. Jala, weg mit dir, Digga! Zur Seite, ihr Selemi. So. Ihr habt keine Ahnung von Musik, mach Gegenhorn, nerv nicht, geh mal zacken, nerv nicht, weg! Ja, immer reicht doch, ne? Halt ihr von den ganzen Pokémon-Karten. Was haltet ihr von Der wurde richtig im Chat einfach ignoriert. Der wurde richtig im Chat ignoriert. Scheiße, es ist leid, dass ich sowas gemacht habe. Weiß ich nicht, das ist schon lustig, ne? Er hat gefragt. Ja, so schön. Okay, aber er hat gespammt ein bisschen. Eine Minute, und dafür hat er 3 Minuten gebraucht auf jeden Fall. Ja, das hätte mein Timer umgehen, das ist umso. Ja, nicht kann man aufheben. Kann man aufheben. Der hat Schaden, Digga. Der hat echt keine Aufmerksamkeit bekommen, der Arme, ja. Der Arme hat echt keine Aufmerksamkeit bekommen, Digga. Wir lieben Pokémon. You need attention. So, ich würde sagen, Digga, das reicht sogar für heute, Digga, ja. Das war voll.